Ja, die gruseligsten Szenen sind gerade vorbei. Jetzt traut sich auch Daniel wieder zu spielen. Ne? Kuschelig haben wir es am Kaminfeuer. Jetzt. Kuschelig haben wir es auch hier. Naja. Dann lieber ans Kaminfeuer. Da gibt es hier weiter nichts in dem Raum, oder? Hier liegt den Schrank haben wir gar nicht durchsucht. Zettelchen. Ich kann erstmal den Schrank durchsuchen, aber da war, glaube ich, nichts. Das weißt du überhaupt nicht. Ein paar Bücher rausnehmen. Man kann nicht alle Bücher rausnehmen. Nicht alle. Das sind doch immer die gleichen Bücher. Ich sag ja, das sind so Ikea-Bücher. Pflanzenreich. Heidenreich. So, was haben wir hier? Grenzen der Anatomie. 9. Januar 1658. Weitere Enttäuschungen. Die neuesten Erkenntnisse des Antiquars haben nichts gebracht. Ich bin auch immer nicht imstande, das innere Wesen des Lebens und seinen Zusammenhang mit der Energie zu fassen. Ich sollte mehr Bücher darüber lesen, aber ich vermute, dass es sinnlos ist. Da bisher keine Forschungen dahingehend angestellt wurden, muss ich wohl selbst diese Lücke schließen. Natürlich verfügen Menschen über weitaus mehr von der Energie, die ich suche, aber ich hoffe, Tiere genügen auch. Die sind einfacher zu beschaffen. Ja. Weil man wieder recht hat. Nicht schlecht. Okay. Nicht schlecht. Schön. Schöner Schock. Ja, damals hat es anscheinend mit Tieren erstmal angefangen. Ja, die dann war es aber irgendwann dann, nicht mehr gut genug. Wie es halt immer so ist, ne? Wenn man mit Tieren angefangen hat, hört man dann nicht auf. Den hat man schon gelesen, oder? Nee. Tierexperiment. Canis lupus familiaris, 12. April 1658. Nach einer kurzen Studie ist klar geworden, dass die Gemütserregung des Menschen auch im Hund gefunden werden kann. Furcht und Schmerz verursachen Stress, der eine innere Reaktion auszulösen scheint, die dem Tier schließlich eine immense Kraft gibt. Ich glaube, diese Reaktion wird im Gehirn verursacht. Es ist schwer zu sagen, was genau es ist und wo es sich befindet, aber ich kann es spüren. Ich bin der kosmischen Entstehung auf der Spur. Es gibt allerdings ein Problem beim Gewinnen dieser Energie, da das Geschöpf während des Experimentes stirbt. Ja. Ich muss diesen Prozess der Qualen weiterentwickeln, um echte Arbeit zu ermöglichen. Es müssen mehr Experimente durchgeführt werden, aber es scheint, dass nur Menschen die notwendige Menge produzieren können. Vielleicht ist es ihre Fähigkeit, den Ernst des Prozesses zu verstehen, was dann ihr Gefühl von Terror steigert. Schön, schöne Art, für einen Forschungszweig hat er sich da entschieden. Ja, vor allem sehr sachlich formuliert, so ja, wenn es halt nur mit Menschen geht, ne, dann geht's. Es gibt ja Länder, in denen Hunde gegessen werden. Ja. Und ich hatte mal gelesen, da gibt es halt auch teilweise ganz eklige Praktiken. Zum Beispiel sowas ähnliches wie hier fast schon, die Hunde vor dem, also nicht einfach nur zu töten und sie dann zu essen, sondern die tatsächlich so ein bisschen zu quälen, bevor die sterben. Wieso? Weil angeblich durch den Stress das Fleisch. Was? Schnell weiter. Ja, ich glaube auch. Durch den Stress das Fleisch zarter würde. Ah ja. Und das ist natürlich dann auch. Also es geht in eine ähnliche Richtung wie hier, dass die ja dann vor dem Tod halt einfach nur ja, dann geschlachtet werden, sondern irgendwie noch extra gestresst werden und gequält. Und das ist halt schon ganz schön eklig. Das ist vor allem ganz schön fies. Naja. Das ist hier. Ah. Das ist auch so ein Artefakt. Wann bin ich an der Reihe? Habe ich mich nicht lange genug zurückgehalten? Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Oh. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nichts zurückbekommen. Agrippa, ich vertraute dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Ist das jetzt so ein Flaschengeist, der spricht, oder was? So ein Dämon aus einer anderen Welt? Weiß es nicht, aber hier liegen alle möglichen Zahnräder. Das merken wir jetzt mal. Das klang doch gerade so, als... Ja. Oder? Als hätte da so ein... Schemata-Aufzug. Aha. 3 Punkte, das ist wie ein japanisches Rollenspiel. Nee, das ist so eine uralte Rechenmaschine. Einer der ersten. Ja, ich meine nur die 3 Punkte hier unten auftauchen. Als Erklärung zu sagen. Weißt du mehr als der hier? Pläne, Aufzugsumbau. Hier nicht ein bisschen so mehr für die Mechanik und Ingenieurskunst interessieren können, anstatt den anderen Quatsch zu machen? Notfall verlangsamen. Hat er ja auch. Das war halt so ein Multi-Gelehrter. Ja, so ein Extrem Da Vinci halt. So wie Schiller. Noch mehr Sägeblätter. Irgendwas knuspert hier. Ah, und der wird schon langsam. Ich mach mal hier einmal Licht. Das sind diese Viecher, diese ekligen 13 Wanzen, die da rumlatschen. Zunderbüchsen sollten erstmal reichen, oder? Ah! Sehr schön. Einige Tropfen, ja, stark. Wahnsinn. Was ist hier? Ein Strömungskreislaufstab, aha.
Anleitung Aufzugsmaschine. Oh, ein Rätsel. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, baue mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn in die Maschinerie einsetzt. Stelle die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollten Folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8, das können wir uns merken. Ja. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktionen Trinity Dampfanlage, 4 Phasenamplitude, kompletter Dampfstromkreislauf. Ja. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Also. So 8,8 hoch, 8,8. Merke ich mir, du merkst den Rest. Trinity Dampfanlage, okay. 4 Phasenamplitude, Dampfstromkreislauf. Bist du so ein Techniker? Ich muss kurz ins Helle. Geht schon. Ja. Bei der Lokomotive da in Walking Dead hast du dich ja ganz gut angestellt, mit einmal Anleitung gelesen und dann fehlerfrei zusammengebaut. Ja, und hinterher hast du dich ja beschwert, dass es total schlimm gewesen wäre, mit mir zu spielen. Das, nee, das ich war nicht total schlimm. Doch, hast du gesagt, aber. Nee. Das hast du wortwörtlich gesagt. Total schlimm, habe ich gesagt. Ja. Es war total ungewohnt, weil ich eigentlich ja mit Michi. Das suche ich nochmal raus. Du hast dich da. Das. Bist du jetzt sauer deswegen? Nö. Enttäuscht? Auch nicht, weiß ich nicht. Nicht mal ein bisschen? Nö. Oh. Weiß nicht warum, aber ganz bisschen unverschämt, aber mein Gott. Ach. Als wäre ich nicht so jeden Tag auch unverschämt zu dir. Ja, deswegen war ich ja da nicht überrascht. Ich fand es unverschämt, aber so kennt man das. Jetzt bauen wir uns mal hier so einen Aufzug zusammen. Ja, aber wo? Jetzt bau dir halt mal einen Aufzug. Es gibt ja hier, ein bisschen Werkzeug, alle möglichen Zahnräder, einen Hammer. So, dann hier ist glaube ich nichts mehr. Zölligen Schiebe. Mach nochmal kurz Licht an hier. Also nur kurz die Lampe, nicht die. Da ist nichts. Okay. Nur ein paar Zahnräder. Ja. Vielleicht müssen wir doch wieder durchs Fenster raus und ums Eck rum noch. Ja, wo war da noch was mit dem Aufzug? Wir müssen praktisch hier merken. Hast du das gemerkt? 4 Phasenamplitude war es, kompletter. Ich glaube, der hat sich das bestimmt auch notiert. Nee, hat er nicht. Vielleicht oben bei Notizen. Enthüllungen. Anleitung. Ja, genau. Das muss man sich nicht mehr komplett merken. Ja, super. Kannst du das Ding nochmal anklicken, wo dieser Geist da irgendwie was erzählt hat? Der Flaschengeist da, der Aladdin, das Wunderlampe. Genau. Kennen wir halt schon. Seit Jahrhunderten. Siehst du mal gucken? Er kannte nicht mal die Menschheit vorher. Oder wurde nicht erwähnt. Ja, irgendwas da komisch. Okay, okay. Vielleicht geht's da noch weiter. Nee. Geht's da noch weiter? Nee. Kann man irgendwie das einschmeißen wie das andere? Ne, das Zimmer, das kennen wir ja schon. Wieso? Wieso kennen wir das? Das war das gleiche Zimmer wie das hier. Hä? Klugscheiße. Kannst du den Schrank zur Seite schieben? Nee, ne? Und hier gab es auch keinen Ausgang mehr, oder? Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Oder man kann jetzt irgendwas irgendwo in der selektiven Erinnerung da finden. Oder war es ein anderes Spiel? Das war ein anderes Spiel, aber es bumpert irgendwas hier. Das ist mein Herz. Oh. Und sag mal, was zeigt das Bild? Spielt Geige und hinten sind. Oh. Ah, ihr wird schon wieder bekloppt hier. Ja, muss ich jetzt doch wieder ganz zurück? Ja. Ach so, wahrscheinlich. Aha. Naja, wir haben halt jetzt hier die Anleitung und es gibt ja in der Haupthalle noch jede Menge Räume, die wir noch nicht erkundet haben. Ne? Ja. Jetzt, wo du sagst, dann gehen wir mal ganz zurück. Sollten wir instinktiv richtig gegangen sein, dass wir die Lösung erst vor dem Rätsel gefunden haben? Erstens Gästezimmer habe ich schon genau richtig gemacht. Ja. Und dann da hier Studierzimmer. Das Wasserrätsel habe ich auf Anhieb geschafft. Also, ich habe einen Lauf. Aber ich spiele doch bist gerade. Du dran. Ja, ich habe es ja vorbereitet. Ach so. Gucken, wie du dich jetzt weiterschlägst mit meiner Vorbereitung. Wir haben ja den Schlüssel zum Maschinenraum, haben wir auch schon. Ja, alles. Sir William Smith war markiert worden. Er konnte nicht wissen, dass dieser junge Mann, den er vor einigen Tagen getroffen hatte, einen solch schrecklichen Schatten warf. Sind das alles aus verschiedenen Büchern? Ist das aus einem Buch? Ist das wirklich aus einem Buch? Schwer zu sagen. Ist alles gelogen? Was die Leute so in die Kommentare schreiben? Ach, da kam doch vorhin der Windhauch her. Erstmal durchlinsen. Ja, hübsch. Ja. Muss natürlich gleich wieder ich. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? Da ist wohl der Aufzug. It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. Schau, da geht's zum Maschinenraum. Haben wir den Schlüssel. Dann geh doch mal da rein. Ich möchte erst kurz gucken, was noch hier so ist. Ein Löwe. Wie immer. Das ist der Aufzug, den wir noch reparieren müssen.
Mhm. Ein ladender Aufzug. Naja, sieht ein bisschen aus wie ein Bioshock. Funktioniert nicht, na sowas. Hätten wir jetzt gar nicht gedacht. Also Maschinenraum, oder? Ja. Die Musik klingt gerade ein bisschen wie in so einem Massagesalon. Ja, ein Massagesalon. So esoterische Musik. Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber es war auch der einzige, der ihn etwas ermutigte. Ich weiß, bei dir in den Massagesalons, wo du so bist, da läuft immer eher Scooter, oder? Ich stelle mir das gerade vor, wie entspannend das ist. I am the oil operator. Ich war einmal aus Versehen in einem Puff. Aus Versehen? Wolltest nur Bier trinken, oder? Meine Freundin hat mich auch noch dahin gebracht. Das war echt aus Versehen. Jetzt gehst du mal dahin und da lernst du das, oder wie? Das ist kein Witz, das war ein Versehen. Das ist in Asien passiert. Aha. Und da kann man sich ja wirklich günstig massieren lassen. Okay. Und das ist halt echt cool. Also diese thailändische Massage, die auch dann teilweise hier sehr beliebt ist. Machen wir jetzt nicht, ich erzähle mal die Geschichte eben zu Ende, kurz, kannst du dich ein bisschen umgucken. Ja. Und dann wollte ich mich halt massieren lassen. Und meistens war es auch wirklich dann so ein Massagesalon, normal, wo man dann hinkommt. Und einmal war es dann halt auch so anscheinend die andere Art von Massagesalon, was ich dann aber erst drinnen gemerkt habe, was dann so ein bisschen awkward Situation war, wo ich dann auch wieder, ja, nachdem ich dann auf dem Zimmer schon war, irgendwie so in diesem Raum, und die dann reinkamen und dann bin ich dann wieder gegangen, als mir dann klar war, was da los war. Wieso, weil es so vergleichsweise teuer war, oder wo war das Problem? Ja, es gab dann so mehrere kleine Hinweise, die es so addiert haben, und man kam ich halt drauf. Und dann bin nämlich ich dann, alle liefen nackt herum und sagten Geld, bevor sie Hallo sagten. Sucky, sucky, fucky, fucky. Ach so. Ja, nicht ganz so schlimm nicht, aber. Und das ist halt schon eine ganz komische Situation, wenn du dann das in diesem Augenblick so realisierst und denkst so, oh, ich bin hier falsch, ich gehe mal wieder. So, ich habe inzwischen schon unser Rätsel hier gefunden. Sehr gut. Also hier ist irgendwie ein Rad, das bringt uns und nichts. Aber meine Freundin hat mich halt dahin gebracht zu dem Laden vorher noch und dann gesagt, ja, wir sehen uns in einer Stunde im Hotel. Ich sage, bis dann. So, also 8 oben, 8 unten. Ach scheiße, ich will da nicht zu viel. Das war komisch. Und jetzt ist wohl hier der Gag. Das ist voll blöd, weil ich will nicht die ganze Zeit die Lampe anmachen, während ich das Rätsel löse. Die Kerze kann ich auch nicht so, mitnehmen, jetzt, oder? Jetzt lese ich erstmal hier die Notiz. July 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Bisschen wie die Edenäpfel bei Assassin's Creed. Mhm. So, also hier 8 oben, 8 unten. Jetzt müssen wir es schaffen, die Hebel so zu geben, dass oben und unten die Summe 8 ergibt. Das heißt, man könnte 3 plus 3 könnte zum Beispiel 5 und 2 plus 1 machen. Und dann haben wir hier 3 und 5. 3 und 4 hast du jetzt oben. Du hast noch die 1 nach oben. Nee, das ist die 5. Also das andere ist auch nicht nach unten, oder? So, hat schon funktioniert. Das ging jetzt schnell. Ich dachte, das wäre schwieriger. Ja, mein Gott. Bis 18 schaffen wir gerade noch. Okay, jetzt müssen wir die restlichen Sachen noch da. Was war 4 Phasenamplitude und alles vom Quark? Zumindest ist mal Druck auf den Rohren. Hier grunzt auch schon wieder irgendwas. Ordentlich Tinte auf dem Füller. Wo wir im Thema sind. Nämlich Tinte. So. Aber wir dürfen ja gar nicht mehr so viel reden. Hat auch einer geschrieben. Am besten gar nicht mehr labern. Einfach mal die Fresse halten. Tractatio Fluxus. War wie nochmal? Hm. 4 Phasenamplitude, Funktionen, Trinity-Dampfanlage, kompletter Dampfstromkreis. Ach so, Trinity 3, 4 Phasen 4, Kreislauf 0, also Kreis. Das heißt. So, mit Dreieck anfangen? Dreieck, Viereck, Kreis. Aber ich habe ja nur einen so einen Stock. Schauen wir erst noch, was hier ist.
Die wird gerade wieder eklig. Ja, mach noch jemand eine Lampe an, gerade in dem Raum. Ist die noch irgendeine bessere als die hier? Ja, die hängen ein bisschen ungünstig. Wenn ich jetzt hier vorne ist keine. Oder hier auch noch was? Es sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschinerie übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind und lass die anderen in den inneren Studierzimmern für den Fall, dass wieder alle drei brechen. Die anderen. Nö, wir müssen nicht ins Studierzimmer irgendwelche Stäbe mitnehmen, die wir da jetzt nicht übersehen haben, oder? Ja, einen haben wir ja mitgenommen. Ja? Ja, ja. Zeig mal kurz. Der da. Strömungskreis. Aber wir brauchen guck, da muss man den Strömungskreis. Okay. 14th of July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Okay, jetzt wissen wir auch, wie Daniel hierher gekommen ist. Mit der Bahn. Also drei war das erste, oder? Ja. So, und die anderen, jetzt kann ich... Also da tut sich... Glaube ich, hilft nicht, du musst halt in der richtigen Reihenfolge reinstecken. Ja. Alle drei. Naja gut, dann stecken wir halt mal den einen rein. Plopp. Und suchen noch zwei davon. Ja, wie, ich würde sagen, in der nächsten Folge suchen wir die nächsten Stäbe. Das ist doch mal ein Vorschlag. Dann bin ich nämlich immer noch dran. Ha. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.